Pepperwoods-Geschichten. Lasst uns springen! Peppa und ihre Familie sind heute auf dem Stadtfest und gucken sich den Kuchenwettbewerb an. Ich freue mich riesig auf die Kuchen. Hä? Oh, was macht dieser Schuh hier? Oh, das ist kein Schuh. Das ist mein Kuchen, Peppa. Das ist ein Wettbewerb für Kuchen, die wie andere Dinge aussehen. Aber wenn die Kuchen nicht wie Kuchen aussehen, wird das die Leute verwirren. Das ist ja das Ziel. Wollt ihr mir dabei helfen, den besten Kuchen zu finden, der nicht wie Kuchen aussieht? Ja, bitte. Peppa will Papa Wutz mit einem Kuchen reinlegen, der wie ein Telefon aussieht. Ring, 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 ring. Hallo? Oh, 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 das ist ja Kuchen. Oh. Ihr seid ja sehr lustig. Oh. Oh. Möchtest du eine Tasse Tee, Mama? Danke, sehr gerne. Oh, dieser Tee ist ja ein Kuchen. Wir haben dich reingelegt. Gratulation! Ihre ist die größte Karotte. Ups. Hey! Tut mir leid. Leider ist dieser Preis für die größte Karotte, nicht für den größten Karottenkuchen. Aber das ist ein sehr leckerer Karottenkuchen. Es ist soweit. Herr Bulle verleiht jetzt den Preis für den besten Kuchen, der nicht aussieht wie Kuchen. Der beste Kuchen, der gar nicht aussieht wie Kuchen, ist der hier. Oh. Eigentlich ist das mein Mittagessen. Oh ja, natürlich. Tja, in dem Fall ist der Gewinnerkuchen der hier. Er ist sehr realistisch. Nein. Oh. Aber das hier ist doch Schorsch. Oh, jetzt falle sogar ich darauf rein. Dann gewinnt den Preis dieser hier. Frau Locke hat den Preis gewonnen. Oh. Seht ihr, er sieht aus wie ein Schokoladenkuchen. Aber in Wirklichkeit ist es Erdbeerkuchen. Oh. Peppa, reichst du uns bitte den Pokal? Ja, hier ist ihr Pokal. Hä? Der Pokal ist auch aus Kuchen. Jetzt dürfen alle ein Stück Kuchen essen. Allen gefällt es, Kuchen zu essen, die wie andere Dinge aussehen. Oh je, ich habe meinen Hut verloren. Ah. Oh. Und allen gefällt es, von den Scheinkuchen reingelegt zu werden. Heute früh macht sich Peppa ein leckeres Frühstück. Oh. Wo sind denn die Cornflakes hin? April, April. April, April? Was ist das? Heute haben wir den 1. April. Heute bringen sich die Leute zum Lachen, indem sie einander Streiche spielen. Ich hab dich mit den Cornflakes reingelegt. Ich mag lustige Streiche. Spielen wir Papa einen Streich? Das ist eine tolle Idee. Papa Wutz liest gerade auf dem Sofa. Aber Mama Wutz und Peppa wollen ihm einen Streich spielen. Kannst du mir bitte die Brille da geben, Mama Wutz? Natürlich. Peppa und Mama Wutz spielen Papa Wutz einen Streich. Oh, danke. Echt seltsam. Mit dieser Brille sehe ich noch schlechter als zuvor. April, April. Oh, das ist ja eine Scherzbrille. Wirklich lustig. Aber ihr könnt mir heute keinen Streich mehr spielen. Dafür bin ich nämlich viel zu clever. Peppa spielt Papa Wutz noch einen Streich. Oh nein, ich kriege diese Chipsdose einfach nicht auf. Hilfst du mir bitte, Papa? Na klar, Peppa. Die haben mich aber erschreckt. April, April! Ich bin wieder reingefallen, Peppa. Gut gemacht. Willst du mir jetzt dabei helfen, Mama Wutz auch einen April-Scherz zu spielen, Peppa?
Peppa und ihre Familie sind mit dem Abendessen fertig. Jetzt ist die Nachspeise dran. Peppa und ich haben einen leckeren Schokoladenkuchen gebacken. Nicht wahr, Peppa? Ja. Das ist aber nett. Er sieht köstlich aus. Da stimmt was nicht mit meiner Gabel. Versuch's mit deinen Händen. Peppa und Papa spielen Mama Wutz einen Streich. Oh. Hey, das ist gar kein Kuchen. Das ist ein Schwamm mit einer Glasur drauf. April. Oh, das war clever von euch. Da fällt mir etwas ein. Schorsch hat hier ein paar Kekse für dich, Peppa. Yeah, danke, Schorsch. Ich liebe Kekse. April, April. Peppa liebt den 1. April. Jeder liebt den 1. April. Hallo! Peppa und ihre Familie sind in einem Sandwichladen, um Mittag zu essen. Peppa, in diesem Sandwichladen wird nicht an der Theke bestellt, sondern hier auf diesen Spezialbildschirmen. Oh, tut mir leid. Versuch doch mal ein Sandwich zu bestellen, Peppa. Oh! Hier kannst du die Zutaten auswählen, mit denen dein Baguette belegt werden soll. Ich habe mega Hunger. Ich möchte ein wirklich großes, langes Baguette, bitte. Salat, Tomaten und ganz viel Käse. Peppa wählt sehr viel Käse aus. Daher wird ihr Sandwich immer größer und größer. Ich weiß, dass du hungrig bist, Peppa. Aber das ist wohl etwas zu viel Käse. Oh, okay. Jetzt drückst du hier auf Bestellen, dann wird dein Sandwich gemacht. Die Köche haben Peppas Bestellung erhalten und machen sich sofort an die Arbeit. Es sieht so lecker aus und so käsig. Jetzt kann sich Schorsch sein Sandwich bestellen. Guck, dieses Kindermenü kommt mit einer besonderen Überraschung. Überraschung! Schorsch wartet ungeduldig auf seine Überraschung. Jetzt ist Mama Wutz dran mit Bestellen. Ich hätte gerne dasselbe wie immer. Tomatenpilze, 6 Essiggurken, 2 Käsescheiben, Oliven, keine Salatgurken, eine halbe rote Paprikaschote und Chilisauce in einem Vollkornbaguette. Hast du Salatgurken gesagt? Nein! Schorsch, nein! Schorsch, nein! Ich schätze mal, es ist gut, was Neues auszuprobieren. Peppa und Schorsch genießen ihr Mittagessen, während Mama Wutz noch auf ihr Spezialsandwich wartet. Es ist so käsig! Jetzt wird Mama Wutz Brötchen zubereitet. Es wird etwas größer, als sie erwartet hat. Es ist fertig, Mama. Oh, so groß. Das kann ich niemals alleine aufessen. Wollen Sie mitessen? Oh, es ist ziemlich scharf, oder? Aber wirklich lecker. Mein neues Lieblingssandwich. Alle genießen ihre Sandwiches. Sogar Mama Wutz, die eigentlich ein anderes Sandwich wollte. Peppa und ihre Familie sind im Supermarkt. Sie begeben sich jetzt zur Kasse, um für ihre Einkäufe zu zahlen. Tut mir leid, ich muss dringend aufs Klo. Ihr könnt die Selbstbedienungskasse benutzen. Bei der Selbstbedienungskasse kann man seine Einkäufe selbst einscannen und bezahlen. Was für ein großer Einkaufsroboter. Wollt ihr zwei alles einscannen? Ja, bitte. Hallo, liebe Kundin. Hallo, Einkaufsroboter. Stellt die Taschen bitte in den Einpackbereich. Tasche. Ja, Schorsch. Mamas Handtasche ist eine Tasche. Diese Tasche ist die falsche Tasche. Der Einkaufsroboter braucht Einkaufstaschen.
Diese Tasche ist die richtige Tasche. Ja. Bitte Artikel einscannen. Piep. Peppa und Schorsch macht das Einscannen Spaß. Artikel nicht erkannt. Nochmal einscannen. Piep. Artikel immer noch nicht erkannt. Nochmal einscannen. Viele Einkäufer warten darauf, den Einkaufsroboter benutzen zu können. Artikel nicht erkannt. Es funktioniert nicht. Artikel nicht erkannt. Artikel nicht erkannt. Artikel, 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 Artikel erkannt. Ja! Bitte gib 10 Saftkartons in den Einpackbereich. 10? Das kann nicht stimmen. Wir brauchen nicht so viel Saft. Saftkartons entfernen. Mehr Saft hinzugefügt. Bitte gib 60 Saftkartons in den Einpackbereich. Abbrechen! So sollte es klappen. Mama Wutz kennt sich mit Computern aus und mit Einkaufsrobotern. Wie scannt man das ein, Mama? Die Ananas hat kein Etikett, das man einscannen kann. Man muss sie auf dem Bildschirm suchen. Tannenzapfen? Nein. Pinienkerne? Nein. Ananas. Hier ist sie. Ja! Artikel ist zu leicht. Und wie ist es jetzt? Artikel ist zu schwer. Fehler, 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 das Fehler. Doch nicht. Fehler, jetzt aber. Fehler. Und wie ist es jetzt? Fehler. Und Fehler. Direkt auf den Knopf an der Seite. Jeder im Supermarkt versucht zu helfen. Das Etikett ist fehlerhaft. Viele Fehler! Oh nein, der Einkaufsroboter ist kaputt. Entschuldigt, ich bin zurück. Wer ist der Nächste? Na super. Jeder liebt es, einkaufen zu gehen. Bitte Artikel einscannen. Aber Einkaufsroboter mag nicht jeder. Marmelade, Eier, Tomaten, Kokosnuss und Wackelpudding. Es ist Muttertag und Peppa und Schorsch wollen Mama Wutz mit einem ganz besonderen Frühstück überraschen. Oh, ihr habt ja schon ohne mich angefangen. Was soll es denn geben, kleine Köche? Toast! Oh! Toast! Mit allem Drum und Dran! Gut, lasst uns loslegen. Guck dir das an, Peppa. Gut gemacht, Schorsch. Ups, das war etwas zu viel. Vorsicht, Schorsch. Geben wir uns Mühe. Mamas Frühstück muss besonders gut werden, damit sie sieht, wie lieb wir sie haben. Ganz genau. Toast! Tada! Jetzt ist die Marmelade dran. Mama liebt Toast mit Marmelade. Auch Schorsch liebt Toast mit Marmelade. Mama Wutz freut sich schon riesig auf ihr leckeres Frühstück im Bett. Aber das Frühstück riecht etwas angebrannt. Der Toast, Papa, der Toast! Eine Sekunde, Peppa. Diese Toastscheiben kommen besser nach unten. Gute Idee. Schnell, Mama Wutz wird bald aufwachen. Schorsch! Schorsch hat Marmelade so gern, dass er alle Marmeladentoasts aufgegessen hat. Zum Glück gibt es noch viele andere Zutaten. Eier und Bohnen. Tomaten und Salatgurken. Käse und Senf. Wackelpudding. Eine ganze Kokosnuss. Ja! Ich sehe mal besser nach Ihnen. Eins, zwei, drei. Alles Gute zum Muttertag! Oh!
Oh, was für eine Überraschung. Es gibt Toast mit allem drum und dran. Mit allem bis auf Marmelade. Mama Wutz schmeckt ihr Toast mit allem drum und dran. Auch ohne Marmelade liebt sie ihr Muttertagsfrühstück. Wow. April, April. Heute ist der 1. April und Peppa spielt deswegen ein paar Streiche. Oh, oh, oh. Gut gemacht, Peppa. Du hast mich richtig erschreckt. Willst du ein paar Streiche mit mir spielen, Papa? Ja, sehr gerne. Ich liebe es, Streiche zu spielen. Spielen wir alle zusammen Streiche. Peppa und ihre Familie werden in der Stadt einige Streiche spielen. Herr Bulle und sein Team arbeiten schwer. Ah. Oh, alles klar, Jungs. Wer von euch hat Lust auf ein Stück Kuchen? Wir! Ja. Nichts ist besser als ein leckerer, köstlicher Schokoladenkuchen. Wow. Der Kuchen war ein aufgeblasener Luftballon mit Glasur obendrauf. Ein Luftballon? In meinem Kuchen? Oh. April. Oh, ha. Der war gut, Peppa. Dankeschön, Herr Bulle. Tschüss. So, wo ist der richtige Kuchen hin? Dr. Hamster poliert den Panzer von Tiddles, der Schildkröte. Wo habe ich denn nur mein Panzerputzmittel hingelegt? Hä? Das war ein toller Scherz. Aber wo ist das Gebiss hin? Oh. Ups. Tiddles gefällt sein neues Gebiss. Oh, ein Rosenkohl muss gerettet werden. Hab keine Angst, mein Kleiner. Ich werde dich... Oh, jetzt werde ich dich... Oh, oder doch nicht? Super Kartoffel ist lustig. Oh, ab dich. Jetzt bist du in Sicherheit. Uch. April. Das war ein super Scherz, Peppa. Und was für ein leckerer Rosenkohl. Peppa machte das Streichespielen viel Spaß. Aber jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Das hat echt viel Spaß gemacht. Komm mit, Schorsch. Springen wir in der Schlammpfütze herum. Stopp! Tut mir leid, Peppa. Aber du darfst leider nicht mehr in Schlammpfützen herumspringen. Zu gefährlich. Aber ich liebe es, in Schlammpfützen herumzuspringen. War ja nur Spaß. April, April! Vorwärts, mein Supermarkt-Team. Ich schieb den Wagen. Ich habe die Einkaufsliste. Dinosaurier! Hurra! Peppa und ihre Familie sind heute im Supermarkt. Mama, wir gehen an allen Regalen vorbei. Und warum macht deine Tasche so viel Lärm? Wir sind da! Wow! Das hier ist ein Spezialbereich innerhalb des Supermarkts. Er heißt Nachfüllstation. Aber wie tragen wir so die Lebensmittel? Aha, damit hier. Man bringt seine eigenen Behälter zur Nachfüllstation und füllt diese dann mit Lebensmitteln. Na gut, Team. Peppa und ich lesen euch die Einkaufsliste vor. Peppa und Schorsch, ihr dürft die Behälter füllen. Bereit? Ja. Und am Ende gibt es als Belohnung Mittagessen. Ja. Los geht's. Als erstes brauchen wir Reis. Hab ihn! Schorsch, wir brauchen noch einen Behälter für den Reis. Das ist ein Eierkarton, Schorsch. Oh je, Peppa und Schorsch haben den Reis in den Eierkarton gefüllt. Was kommt jetzt? Oh, Cornflakes. Oh. Ist das nicht eine Milchflasche? Die ist perfekt, Schorsch. Oh, wir haben nur ganz wenig verschüttet.
Danke für die Hilfe, Dinosaurier. Als nächstes Milch. Oh. Oh je, die Milchflasche ist schon mit Cornflakes gefüllt. Nun weiß niemand so recht, wohin die Milch kommen soll. Schorsch schlägt vor, den Saftkarton dafür zu benutzen. Gute Idee, Schorsch. Weiter! Das nächste ist, Orangensaft. Oh. Peppa und Schorsch haben gerade Milch in den Saftkarton gefüllt. Dafür müssen wir wohl den Reissack nehmen. Oh. Guck, wie das wackelt. Das wackelt so lustig. Und als letztes brauchen wir Pasta. Los! Ich schätze, wir essen viel Pasta diese Woche. Jetzt müssen die Lebensmittel zur Kasse gebracht und bezahlt werden. Was ist das denn da drüben? Da haben wir einen Eierkarton mit Reis, eine Milchflasche mit Cornflakes, einen Saftkarton mit Milch, einen Beutel Pasta und einen Sack Orangensaft. Also das Übliche. Dinosaurier! Oh, und Schorschs Dinosaurier hat ein paar Cornflakes gegessen. Peppa und ihre Familie sind heute in einem Wissenschaftsmuseum. Sie freuen sich schon riesig auf eine Ausstellung, bei der es nur um Magnete geht. Oh, das sind keine Magnete. Das sind Fische. Diese Fische sind aus Metall, Peppa. Hm. So können wir sie herausangeln mit den Magneten da. Wow! Angelrouten! Genauso wie auf Opa Woods Boot. Seid vorsichtig. Magnete können sich leicht verfangen. Peppa und Schorsch angeln viele Metallfische. Und auch eine Metallbrille. Und eine Metallschlüssel. Und noch weitere verschiedene Metallobjekte. Stopp! Gebt ihr mir bitte meine Uhr zurück? Ups! Entschuldigung! Danke sehr! Au revoir! Tschüss! Da ist sie ja. Und weg ist sie. Benutzt die Magnete und bringt damit den magnetischen Schleim möglichst schnell ins Ziel. Oh, magnetischen Schleim? Springen wir hier drauf. Vielleicht kriegen wir dann Schleim. Klar, klatsch! Hier, eure Magnete. Wow! Fertig? Los! Im Schleim ist ein wenig Metall, damit er an den Magneten anhaftet. Ich bin vorn! Und der Sieger ist... ich kann nicht sehen, wer gewonnen hat. Was war das? Guck, Schorsch! Aber was haben Fotos von uns mit Magneten zu tun? Aha! Wow! Die Fotofläche ist magnetisch. So kann man mit den kleinen Metallstücken auf den Stiften die Fotos bemalen. Oh! Sehr kreativ, Schorsch! Dinosaurier! Gefällt es dir, Papa? Ich sehe toll aus, Peppa. Oh, nicht schon wieder. Alle sind begeistert von der Magnetausstellung im Wissenschaftsmuseum. Naja, alle bis auf Papa Wutz. Mama Wutz hat Peppa und Schorsch heute in einen besonderen Spielzeugladen mitgenommen. Hallo, ich suche nach einer Mama und zwei Kindern für ein besonderes Spielzeugerlebnis. Habt ihr sie gesehen? Das sind wir. Ach ja? Worauf wartet ihr dann noch? Los geht's. Hurra! Hier könnt ihr euer ganz eigenes Spezialspielzeug entwerfen. Oh. Such
sucht euch einfach etwas aus. Zur Wahl stehen ein Roboter, eine Prinzessin, ein lustiges Monster und ein Dinosaurier! Ich wusste nicht, dass du Dinosaurier magst. Dinosaurier! Schorsch liebt Dinosaurier. Das sind nämlich seine Lieblingstiere. Dann wissen wir wohl, was er auswählen wird. Viel Spaß! Oh, gute Wahl. Reizend. Ein Astronaut. Ein Monster. Eine Superheldin. Peppa und Schorsch gefällt es, ihr eigenes Spielzeug zu entwerfen. Ihre Vorlieben sind sehr verschieden. Meins ist ein Roboter. Dinosaurier! Fantastisch! Und mit ein wenig Spielzeugladenmagie baut die Maschine jetzt eure Spielsachen. Reizen! Jetzt fehlt nur noch die Kleidung für eure Spielsachen. Es stehen viele Kleidungsstücke zur Auswahl. Peppa und Schorsch finden die perfekte Kleidung für ihre neuen Spielsachen. Wow! Perfekt! Und rein damit! Oh je! Die Spielzeugmaschine hat den Spielsachen die falsche Kleidung angezogen. Die Maschine hat die Outfits vertauscht, Frau Mümmel. Oh ja! Nun ja, ich finde die Spielsachen immer noch toll und sehr kreativ. Fliegen macht Spaß. Whee! Warte auf uns, Peppa. Whee! Wow! Was ist denn das für ein Raum? Das ist eine ganz neue Spielzeugmaschine. Wow. Stell dich in der Mitte hin, Peppa. Oh. Was macht sie denn da? Stillhalten. Was war denn das? Tada! Die Maschine hat ein Spielzeug gebaut, das genau wie Peppa aussieht. Guck, Schorsch, ich bin winzig klein. Oh. Whee! Und du bist es auch. Peppa und Schorsch macht es Riesenspaß, Spielsachen zu entwerfen. Aber Schorsch liebt es noch mehr, selbst ein Spielzeug zu sein. 4 Karten, bitte. 4-mal Popcorn, bitte. 4 Getränke, bitte. Peppa und ihre Familie sind heute ins Kino gegangen. Peppas Lieblingsbuch wurde nämlich verfilmt. Ach komm schon, Schorsch. Wir sehen uns doch gar nicht diesen Gruselfilm an. Unser Film ist nämlich mega lustig und gar nicht gruselig. Gruselfilme dürfen sich nur Erwachsene ansehen. Entschuldigung. Tut mir leid. Entschuldigung. Im Kino klappen die Sitze zusammen, wenn sie nicht benutzt werden. Aber Schorschs Sitz klappt auch dann zusammen, wenn er darin sitzt. Verzeihung, ich muss da durch. Beine einziehen. Zum Glück hat Frau Mümmel ein Spezialpolster, das den Sitz flach hält. Danke, Frau Mümmel. Kein Problem. Ich schon wieder. Wer hat Popcorn verschüttet? Schorsch mag es nicht, wenn es im Kinosaal dunkel wird. Wusch, wusch. Ja, es geht endlich los. Entschuldigung. Schorsch mag auch keine lauten Geräusche. Da ist der Bösewicht. Oh je, Schorsch findet den Bösewicht in dem Film etwas gruselig. Soll ich mit Schorsch lieber hinausgehen? Aber dann verpasst du ja den ganzen Film. Oh. Peppa hat eine Idee, wie der Bösewicht auf Schorsch weniger gruselig wirkt. Hallo Schorsch, ich bin's. Ich tue im Film eigentlich nur so, als sei ich ein Bösewicht. Ich bin gar nicht so richtig gruselig. Nicht? Gruselig? Nein. Und mit diesem Zauberstab kann dir gar nichts passieren.
Wusch! Wusch! Und am Ende der Geschichte leben alle glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Oh, wirklich? Wusch! Oh. Entschuldigung. Jeder liebt es, ins Kino zu gehen. Und Schorsch mag am allerliebsten Filme, die gut ausgehen. Hi! Peppa geht heute in Luisa Löffels Bau. Tschüss, Mama! Oh! Peppa ist heute bereits in Luisa Löffels Bau. Peppa ist hier, um ein neues Videospiel zu spielen. Es heißt... Karottenfinder! Möchtest du es spielen? Ja, bitte! Ich bin wirklich einsame Klasse im Spiele spielen. Oh je, Peppa weiß nicht, wie man das Spiel startet. Ich bin wirklich einsame Klasse im Spiele spielen. Aber es würde vielleicht mehr Spaß machen, wenn du das Spiel startest, Luisa. Oh ja, ich wusste das. Als erstes suchst du ein Häschen aus. Dann hoppelst du herum und findest die Karotten. Oh ja. Peppa ist einsame Klasse im Spielen von Videospielen. Aber bei dem hier braucht sie vielleicht etwas Hilfe. Oh. Zeigst du mir, wie man Karotten findet, Luisa? Genau so. Ja. Ich bin gut darin. Oh. Ich bin dran. Wow. Luisa Löffel ist wirklich einsame Klasse in diesem Spiel. Wow. Du kannst wirklich super gut Karotten finden, Luisa. Ich hab ja auch ganz viel Übung darin. Wollen wir jetzt zusammen spielen? Man kann als Team spielen. Ja. Juhu! Hab sie! Ja. Hier ist eine! Da ist eine! Wie? Karotten? Neue Rekordpunktzahl! Hurra! Peppa und Luisa sind zusammen ein sehr gutes Team. Rosi, Robby, was macht ihr denn da? Oh. Hä? Hallo, ihr beiden! Habt ihr die Zwillinge gesehen? Sie sind mit unserem Essen davon! Wir werden sie finden. Wir können nämlich gut Karotten finden. Und Babyhäschen. Ein hab ich, Rosi. Hab dich. Hier ist Nummer 2. Robby, hab ihn. Ist noch gut. Peppa und Luisa sind sehr gute Karottenfinder. Ja! Hurra! Das Essen ist gerettet. Im Grunde sind Peppa und Luisa sogar wirklich einsame Klasse im Karottenfinden. Peppa und Luzi spielen heute zusammen im Baumhaus. Oh, hallo Luzi. Leiste mir Gesellschaft. Wie unglaublich aufmerksam von dir. Sie spielen, erwachsen zu sein. Lasst uns eine köstliche Tasse Tee trinken. Mensch, sind dir die Wetterkapriolen aufgefallen? Jemand ist an der Tür. Entschuldigt die Störung. Deine Mama bringt dich jetzt nach Hause, Luzi. Wir wollten gerade zusammen Tee trinken wie Erwachsene. Dürfen wir heute im Baumhaus übernachten, Opa? Bitte. Klar dürft ihr das. Du und Luzi könnt im Baumhaus schlafen. Opa Wutz und ich zelten hier draußen und passen auf euch auf. Peppa und Luzi freuen sich riesig darauf, im Baumhaus zu übernachten. Hier sind eure Schlafsäcke, Kissen, viele Kuscheltiere und das Beste, eine Laterne mit Sternenmuster. Wow! Tada! Ist schon fertig. Ah, Schätze, die brauche ich nicht. Opa Wutz freut sich darauf, im Zelt zu übernachten.
schätze, ich brauche sie doch, wenn er es neu aufgestellt hat. Es ist Schlafenszeit. Daher gehen Opa und Oma Wutz in ihr Zelt. Gute Nacht, ihr zwei. Wir sind gleich hier, falls ihr uns braucht. Guck, Luzi, mein Schatten ist riesengroß. Meiner ist ein Vogel. Piep, 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 piep. Und meiner ist ein Schmetterling. Es ist wahnsinnig laut. Oma Wutz, wir brauchen dich. Ist alles in Ordnung? Da war ein extrem lautes Geräusch. Oh je. Du meine Güte. Ist es ein Monster? Oh nein, es sind keine Monster hier. Es ist nur Opa Wutz, der schnarcht. Peppa und Luzi lieben es, im Baumhaus zu übernachten. Oh, was soll das denn? Was ist denn passiert? Sogar wenn Opa Wutz direkt daneben schnarcht. Peppa und Mama Wutz fahren heute mit Autoscootern auf dem Jahrmarkt. Du kriegst mich nicht, Luisa. Oh, doch, warte nur. Komm mit, Peppa. Wir haben etwas entdeckt. Eine Wildwasserbahn. Da spritzt es extrem. Ich liebe es, wenn es spritzt. Man wird nass? Mama Wutz mag keine Fahrgeschäfte, bei denen man nass wird. Wie wäre es mit einem Fahrgeschäft, bei dem es nicht spritzt? Wie diese Bank hier. Oh, das macht Spaß. Ui! Hier setzen wir uns hin, aber nachher. Komm schon, Mama! Alle sind bei der neuen Wildwasserbahn angekommen. Sie heißt Selleriestick-Wasserfall. Oh, das spritzt ja gewaltig. Ja, es spritzt ganz, ganz extrem. Erwachsene nach vorne. Das heißt, du, Mama Wutz, sitzt hier. Oh, klar. Okay. Viel Vergnügen! Los geht's! Oh, hier ist es ja ganz nett. Zuerst steigt das Boot ganz hoch hinauf. Plitsch, platsch, nass. Wir haben alle Spaß. Nicht jeder hier wird gerne nass. Juhu! Soll es ein bisschen spritzen, viel spritzen oder extrem spritzen? Es soll extrem spritzen, bitte. Ja! Okidoki, bereit? Ja! Nein. 5-1 und los geht's! Die Wasserbahnfahrt ist sehr rasant und es spritzt gewaltig. Ja, endlich bin ich trocken. Nein, ich schon wieder. Yay! Das war fantastisch. Es hat wirklich sehr extrem gespritzt. Mama, was tust du denn da? Das Gespritze war fantastisch. Fahren wir nochmal! Ja! Jetzt liebt Mama Wutz es auch, wenn es extrem spritzt. Ja! Peppa und ihre Freunde gehen heute in den Süßwarenladen. Hallo, Frau Mümmel. Ich hätte ganz gern alles in diesem Süßwarenladen. Hier ist meine Münze. Peppa und ihre Freunde haben alle eine Münze, um sich etwas zu kaufen. Hier ist auch meine Münze. Und meine. Und meine. Wow, das ist echt viel Geld. Aber es ist leider zu wenig, um alle Süßigkeiten zu kaufen. Oh, ja.
Eine Münze ist perfekt, um meine neuen Süßigkeitenmaschinen zu testen. Oh. Ihr wählt einfach eine Maschine aus, werft eure Münze ein und drückt den großen roten Knopf. Erdbeerbänder. Aber Erdbeeren sind Obst, keine Süßigkeiten. Meine Süßigkeiten werden aus köstlichem, echtem Obst gemacht. Schmeckt viel besser und ist viel gesünder. Leckere Erdbeeren. Die sehen aus wie Haare. Du hast recht. Ich habe einen Erdbeerpferdeschwanz. Ich bin dran. Emily Elefant hat eine Regenbogenlutschermaschine entdeckt. Bei dieser Maschine drückst du den Knopf mit dem Symbol deines Lieblingsfruchtgeschmacks. Gelbe Banane. Oh, du liebst rote Äpfel. Und rosa Himbeeren. Und blaue Blaubeeren. Und grüne Äpfel. Du magst jeden Fruchtgeschmack. So fruchtig. Guckt mal, eine sich drehende Schüssel. Eine Süßigkeiten-Zahnseidenmaschine. Wirf einfach deine Münze ein und probier sie aus. Wow! Das schmeckt nach Kokosnuss. Es sieht genauso aus wie du, Luzi. Und jetzt sieht es noch mehr aus wie du. Was ist das? Du kannst es ja herausfinden. Aber ich dachte, das ist eine Süßigkeitenmaschine und keine Geldmaschine. Kann ich damit vielleicht echte Süßigkeiten kaufen? Das musst du gar nicht. Diese Münze ist schon eine Süßigkeit. Oh. Es ist eine Schokoladenmünze. Schokolade! Hurra! Peppa liebt Süßigkeiten aus dem Süßwarenladen. Jeder liebt Süßigkeiten aus dem Süßwarenladen. Hurra! Oh. Oh. Aha, da ist einer. Hurra! Oh. Peppa und ihre Familie sind heute ins Einkaufszentrum gefahren. Oh. Wir steigen schon mal aus. Ich park schnell und komm gleich nach. Wenn irgendwo was frei wird. Sie gehen in den Spielzeugladen, um ein Geschenk für Baby Alexander zu kaufen. Hier sind so viele Spielsachen. Was denkt ihr, würde Baby Alexander gefallen? Vielleicht dieser Basketball. Oder diese Spritzpistole. Puff, puff. Oder diese Karaoke-Maschine. Karaoke. Die sind alle toll, aber für ein Baby eher nicht geeignet. Dann müssen wir wohl weitersuchen. Papa Wutz hat endlich einen Parkplatz gefunden. Oh je. Aber der Parkplatz ist so klein, dass er nicht mehr aussteigen kann. Ich fahre einfach noch mal die Runde. Wuhi! Was ist das, George? Es sieht aus wie das Parkhaus von vorhin. Parkhaus! George liebt das Spielzeugparkhaus. Baby Alexander mag Autos sehr, aber für dieses Spielzeug ist er noch viel zu klein. Wie wäre es denn mit diesem Ball, Schorsch? Nein! Auf, auf, auf! Oder wie wäre es mit diesem knuffigen Teddy? Nein! Schorsch findet keines dieser Spielzeuge passend für Baby Alexander. Wie wäre es mit dieser lauten Rassel? George gefällt nur das Spielzeugparkhaus. Was hältst du davon, George? Nein! Oh.
Ah, puh. Das perfekte Geschenk für Baby Alexander. Das würden wir nehmen, Frau Mimmel. Wo hat Papa Wutz nur geparkt? Ui! Hallo allerseits. Jeder hat Spaß im Spielzeugladen. Aber Papa und Schorsch macht das Parkhaus noch mehr Spaß. Peppa und ihre Familie nehmen heute einen Nachtzug, um einen Ort am Meer zu erreichen, der ganz weit weg ist. Jetzt ist Schlafenszeit. Mit dem Strandball spielen wir besser morgen, wenn wir am Meer sind. Aber ich will noch nicht schlafen gehen. Nun, wir gehen auch noch gar nicht schlafen. Zuerst feiern wir eine Pyjama-Party. Ja! Peppa und Schorsch lieben Pyjama-Partys. Gibt es einen Mitternachtsschmaus? Ein Mitternachtsschmaus gehört zu einer Pyjama-Party dazu, Papa. Das weiß jeder. Du hast ganz recht. Alle mir nach. Hurra! Alle sind in den Speisewagen gegangen, um dort den Mitternachtsschmaus zu bestellen. Hallo! Oh. Ah, hallo! Was darf es sein? Wir hätten gern einen Mitternachtsschmaus, bitte. Einmal? Mitternachtsschmaus kommt sofort. Hier, bitte sehr. Obst und warme Milch. Damit ist ein guter Schlaf garantiert. Danke. Alle genießen den Mitternachtsschmaus. Dann putzen sich alle die Zähne und machen es sich im Bett gemütlich. Erzähl uns bitte eine gute Nachtgeschichte. Okay, Peppa, aber nur eine. Und dann schlafen. Hurra! Das ist die Geschichte von dem magischen Nachtzug. Es war einmal ein magischer Nachtzug. Er benötigte gar keine Bahngleise, weil er fliegen konnte. Wie meinst du das? Ich schätze mal, dass wir eingeschlafen sind, Schorsch. Peppa hatte einen schönen Traum. Es ging um einen magischen Nachtzug. Schaut her, wir sind endlich am Meer angelangt. Peppa und ihre Familie sind an dem weit entfernten Strand angelangt. Und die Pyjama-Party im Zug hat allen großen Spaß gemacht. Peppa und Schorsch spielen heute im Sandkasten. Peppa spielt mit Spielzeugautos. Sie hat ein Feuerwehrauto, einen Krankenwagen, einen Bagger und... Schorsch, wo ist das Polizeiauto? Das Polizeiauto ist im Sand verschwunden. Wo hast du es hingelegt, Schorsch? Polizeiauto... Ist schon gut. Gemeinsam werden wir es finden. Das wird ein... Aha! Ein Abenteuer! Peppa und Schorsch tun so, als wären sie in einer großen Sandwüste. Nehmen wir das Feuerwehrauto. Schorsch suchen den Sandkasten mit dem Feuerwehrauto ab. Puh, finde ich auch. Lass uns was trinken. Zum
gefüllt mit Orangensaft. Pepper und Schorsch lieben Orangensaft. Komm jetzt, wir müssen doch immer noch das Polizeiauto finden. Da drüben. Das klingt wie... Polizeiauto. Ich hab ja gesagt, wir finden es. Ja. Ja. Wir müssen es nur noch ausgraben. Piep, 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 piep. In diesem Tempo brauchen wir dafür ewig. Wo willst du hin, Schorsch? Du bist ja jetzt ein Riese. Pepper und Schorsch haben das Polizeiauto gefunden. Nino, Nino! Piep, piep, piep. Weißt du, wo der Bagger ist, Schorsch? Jetzt wartet wohl noch ein Abenteuer auf die beiden, um den Bagger wiederzufinden. Peppa spielt heute mit ihrem Bauklotz. Ups! Vorsicht, George! Hier steht eine ganz kleine Stadt und du bist ein riesiger Dinosaurier. Das bringt mich auf eine Idee. Hast du Lust, Riese zu spielen, George? George freut sich schon darauf, mit Peppa Riese zu spielen. Hallo, Polizeiwachtmeister Panda. Was für ein schöner, ruhiger, normaler Tag im Spielzeugland. Und es gibt keinerlei Anzeichen. Hallo, ich bin Riesen-Peppa. Ein Riese? Zwei Riesen. Peppa und Schorsch stellen sich vor, zwei Riesen in einem Spielzeugland aus Bauklötzen zu sein. Hallo Vögel! Hallo Wolken! Hallo allerseits! Unser Ball klemmt fest und zwar in diesem hohen Baum da. Wir können euch damit helfen. Wir sind riesengroße Riesen. Upsi. Vorsicht, Schorsch. Hier, bitte, Luzi. Hurra! Riesen-Peppa und Riesen-Schorsch lieben es, ihren Freunden im Spielzeugland zu helfen. Sie helfen Personen dabei, in den Bus einzusteigen. Oh, wee! Und sie sorgen dafür, dass die Boote ganz schnell fahren können. Juhu! Stopp! Das ist die Brücke, die du kaputt gemacht hast. Keine Sorge, wir reparieren sie. Peppa und Schorsch sind Bauklotzexperten. Die Spielzeugbrücke haben sie im Nu repariert. Danke, Riesen-Peppa und Riesen-Schorsch. Stopp! Ich meine, los! Oh, oh, yeah! Hungrig! Ich bin auch hungrig. Das Essen, das es im Spielzeugland gibt, ist zu klein für Riesen-Peppa und Riesen-Schorsch. Essenszeit! Daher müssen sie wohl oder übel richtige Nahrung essen. Vorsicht, Schorsch! Juhu! Der Schatzzug ist jetzt endlich unterwegs! Tschu-tschu! Ja! Peppa Wutz und Klausi Kleff steuern einen Zug voller Gold, Silber und Brokkoli!
Ist Brokkoli ein Schatz? Ja, dieser Spezialbrokkoli besteht nämlich aus funkelnden Diamanten. Peppa und Klausi fahren in Wirklichkeit gar keinen Zug. Sie stellen sich das Ganze nur vor. Hurra! Stopp! Im Namen der, Räuber! Oh nein! Pedro Pony und Luzi Locke tun so, als seien sie Zugräuber. Kriegen wir bitte all eure Schätze? Bitte. Nein! Oh, okay. Du musst doch versuchen, unseren Schatz zu stehlen, Luzi. Haha! Wir haben sie gestohlen! Wir haben all eure Schätze! Hurra! Und was tun wir jetzt? Ihr entwischt! Oh ja! Kommt zurück, ihr miesen Räuber! Peppa und Klausi tun jetzt so, als seien sie Polizisten. Sie wollen die Räuber schnappen. Nein, noch nicht. Und zwar, weil euer Boot fliegen kann. Madame Gazelle, können Schiffe fliegen? Richtige Schiffe können nicht fliegen. Oh. Aber Fantasieschiffe definitiv schon. Hurra! Wow! Das Boot von Pedro und Luzi kann jetzt fliegen. Unser Zug kann jetzt auch fliegen. Hui! Die Polizisten Peppa und Klausi sind kurz davor, die Räuber zu schnappen. Aha. Unterricht! Ende! Oh, ist das ein Riese? Oh. Nein, es ist ein Papa Wutz. Und er ist hier, um euch heimzubringen. Attacke! Was machst du denn da, Peppa? Wir stellen uns vor, Boote und Züge zu fliegen, Papa. Oh Mann, ihr habt ja wirklich eine tolle Fantasie. Oh, aha. Peppa liebt Fantasiespiele. Jeder liebt Fantasiespiele. Peppa und ihre Familie gehen heute auf dem Kreuzfahrtschiff in ein Restaurant der ganz besonderen Art. Dies ist eine besondere Art von Restaurant, denn hier gibt's ein Buffet. Nehmt euch einen Teller und wählt das aus, was euch schmeckt. Guten Appetit! Oh, super! Das Restaurantbuffet hat viele verschiedene Gerichte im Angebot. Was möchtest du essen, Peppa? Spaghetti habe ich am liebsten. Recht hast du. Aber nimm dir nicht zu viel. Wir können uns ja jederzeit Nachschub holen. Oh, gute Idee. Und was hättest du gern, Schorsch? Saft. Du hast Durst, oder? Dann machen wir uns am besten etwas Orangensaft. Mal schauen. Aha! Die Orangensaftpresse ist sehr laut. Und es kommt nur ganz wenig Orangensaft heraus. Oh! Saft! Wir machen einfach mehr, keine Sorge. Ausgezeichnet. Ich kann's kaum erwarten. Fertig! Oh! Du hattest wirklich Kohldampf. Darf ich mir jetzt noch mehr holen, bitte? Na klar, komm mit. Hurra! Opa Wutz versucht immer noch, Schorsch ein Glas Orangensaft zu machen. Du meine Güte! Würden Sie uns bitte mehr Orangen bringen, Frau Mümmel? Ja, sofort! Peppa hat eine spezielle Pfannkuchenmaschine entdeckt. Nur ein Pfannkuchen bitte, Herr Roboter. Ich kann mir später noch mehr holen. Fantastisch! Aha! Oma Wutz freut sich schon riesig auf ihre Spaghetti. Fertig!
Oh. Danke, Pfannkuchenroboter. Aber jetzt hat Peppa auch Durst bekommen. Kriege ich auch ein Glas Saft, Oma Wutz? Na klar, Opa Wutz kümmert sich darum. Aber wieso braucht er denn so lange? Opa Wutz hat endlich ein Glas Orangensaft zusammenbekommen. Opa Wutz hat mittlerweile sogar viele Gläser mit Orangensaft gefüllt. Die Presse hat endlich aufgehört, Orangensaft zu machen. Puh! Du bist lustig, Opa. Du musst ja gar nicht so viel Saft machen. Du kannst dir ja später einfach noch mehr holen. Peppa liebt das Restaurantbuffet. Und Schorsch liebt seinen Orangensaft. Peppa und ihre Familie waren gerade im Supermarkt einkaufen. Vor dem Supermarkt steht ein Spielzeugautomat. Mandy Maus hat ein neues Spielzeug. Guck, Mama, ein Jojo. Gut gemacht, Mandy. Peppa, Schorsch, wollt ihr auch ein neues Spielzeug haben? Ja, bitte. Wie funktioniert das denn, Frau Mümmel? Ihr kauft einen Jeton und drückt ihn in den Geldschlitz. Dann rollt einer der Bälle bis zum unteren Ende des Automaten und in diesem Ball ist dann ein Spielzeug versteckt. Dinosaurier! Schorsch hätte gern den Spielzeug-Dinosaurier. Klingt lustig. Ihr bekommt beide einen Jeton. Hier, für dich. Nachdem Schorsch den Jeton einwirft, leuchtet die Maschine auf und spielt Musik ab. Ein Ball rollt jetzt bis zum unteren Ende des Automats. Schorschs Preis ist ein Spielzeug-Schraubenzieher. Ein Schraubenzieher? Das ist nützlich! Oh. Dinosaurier! Keine Sorge, Schorsch. Ich werde den Dinosaurier für dich gewinnen. Nachdem Peppa ihren Jeton einwirft, leuchtet der Automat wieder auf und ein anderer Ball rollt heraus. Oh. Peppa hat auch nicht den Dinosaurier gewonnen. Dafür aber sehr hübsche Aufkleber. Das sind echt tolle Spielzeuge. Aber unsere Eiscreme beginnt zu schmelzen. So nah dran. Ich spüre, dass der Dinosaurier als nächstes rauskommen wird. Dürfen wir es noch einmal versuchen, Mama? Oh. Bitte. Okay, na gut. Noch einen Versuch. Peppa und Schorsch drücken den Hebel des Spielzeugautomaten nach unten. Aber dieses Mal kommt gar kein Ball heraus. Oh je, ich war schon gespannt auf euer neues Spielzeug. Keine Sorge, Mama Wutz. Ich repariere ihn. Ich muss dafür nur meinen Schraubenzieher finden. Nein! Nein! Schraubenzieher? Ah, danke, Schorsch. Frau Mümmel hat den Automaten zu gut repariert. Jetzt sind alle Bälle aus dem Automaten gerollt. Ich muss die wieder zurücktun. Aber der hier ist für euch, weil ihr mir geholfen habt. Dinosaurier! Danke, Frau Mümmel. Der hier ist für Sie. Ei. Jeder findet den Spielzeugautomaten super. Und Schorsch liebt Dinosaurier. Hurra! Aha, da ist einer. Hurra! Peppa und ihre Familie sind heute ins Einkaufszentrum gefahren. Wir steigen schon mal aus. Ich park schnell und komm gleich nach. Wenn irgendwo was frei wird. Sie gehen in den Spielzeugladen, um ein Geschenk für Baby Alexander zu kaufen. Hier sind so viele Spielsachen. Ja. Was denkt ihr, würde Baby Alexander gefallen? Vielleicht dieser Basketball. Oder diese Spritzpistole. Puff, puff. Oder diese Karaoke-Maschine. Karaoke. Die sind alle toll, aber für ein Baby eher nicht geeignet. Das
dann müssen wir wohl weitersuchen. Papa Wutz hat endlich einen Parkplatz gefunden. Oh je. Aber der Parkplatz ist so klein, dass er nicht mehr aussteigen kann. Ich fahre einfach noch mal die Runde. Wuhi! Was ist das, George? Es sieht aus wie das Parkhaus von vorhin. Parkhaus! George liebt das Spielzeugparkhaus. Baby Alexander mag Autos sehr, aber für dieses Spielzeug ist er noch viel zu klein. Wie wäre es denn mit diesem Ball, Schorsch? Nein! Auf, auf, auf! Oder wie wäre es mit diesem knuffigen Teddy? Nein! Schorsch findet keines dieser Spielzeuge passend für Baby Alexander. Wie wäre es mit dieser lauten Rassel? George gefällt nur das Spielzeugparkhaus. Was hältst du davon, George? Nein! Oh, puh. Das perfekte Geschenk für Baby Alexander. Das würden wir nehmen, Frau Mümmel. Wo hat Papa Wutz nur geparkt? Ui! Hallo allerseits! Jeder hat Spaß im Spielzeugladen. Aber Papa und George macht das Parkhaus noch mehr Spaß. Papa und ihre Spielgruppe machen heute eine Klassenfahrt. Hallo allerseits! Seid ihr bereit für die Klassenfahrt in meinem schönen neuen gelben Bus? Oh, was ist mit dem alten blauen Bus passiert, Frau Mümmel? Er hatte am Wochenende eine Panne, als ich eine gemütliche Spazierfahrt unternahm. Oh je, für Frau Mümmel und ihren Bus ist das Rennen vorbei. Er ist beim Mechaniker für ein paar kleinere Reparaturen. An diesem Bus muss so ziemlich alles repariert werden. Peppa und ihre Freunde sind noch nie in einem großen gelben Bus gefahren. Alle anschnallen. Fertig. Dann geht es los. Ups. Ich probier's gleich noch mal. Frau Mümmel ist es nicht gewohnt, diesen Bus zu steuern. Yeah! Wow! Der gelbe Bus fährt Madame Gazelle etwas zu schnell. Frau Mümmel, kann der gelbe Bus Musik abspielen? Der gelbe Bus kann ganz viele Dinge. Es kann das hier. Und das. Ja. Und das. Seine. Und natürlich das. Ja. Der gelbe Bus kann Musik sogar sehr laut abspielen. Können wir die Musik etwas leiser drehen? Natürlich, Madame Gazelle. Oh. Warum singen wir nicht einfach ein Lied? Die Räder am Bus drehen sich rundherum. Rundherum, rundherum. Die Räder am Bus drehen sich rundherum. Den ganzen Tag. Spielen wir, ich sehe was, was du nicht siehst. Gute Idee. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das beginnt mit dem Buchstaben S. Straße. Nein. Sonne? Nein. Einen super großen Lastwagen. Oh. Hallo, Herr Dunne. Hallo. Peppas Spielgruppe hat den Zielort für den Ausflug erreicht. Deswegen steigen jetzt alle aus. Ich würde am liebsten den ganzen Tag im gelben Bus bleiben. Keine Sorge, ich bringe euch später mit dem Bus wieder nach Hause.
Es macht allen Spaß, mit dem gelben Bus zu fahren. Allen außer Madame Gazelle. Hallo! Hi! Peppa und ihre Familie gehen ins Luftballongeschäft, um einen Spezialluftballon für eine Gartenparty abzuholen. Frau Mümmel, wir holen unseren umweltfreundlichen, recycelbaren Luft... Wow! Das Luftballongeschäft ist voller Luftballons. Frau Mümmel? Bums! 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 Mich gefunden. Seit Dienstag früh versuche ich schon, hier rauszufinden. Oh. Jetzt ist bestimmt schon Mittagszeit. Es ist Mittwoch, Frau Mümmel. Oh. Jedenfalls sind alle eure hübschen, umweltfreundlichen, recycelbaren Luftballons bereit für eure Party. Alle? Aber wir haben nur einen bestellt. Also hier steht 1000 Ballons für Mama Wutzes Party. Aber so viele brauchen wir nicht und wir müssen sie nutzen. Was können wir damit tun? Ich hab's! Lasst sie uns aufteilen! Peppa und ihre Familie verschenken die extra Luftballons an die anderen Leute in der Stadt. Ups. Oh, merci! Und ihr zwei kriegt auch einen. Bitte sehr. Der ist rot. Den grünen kriegst du. Puh. Jetzt sind nur noch 992 übrig. Damit werden wir doch niemals wirklich fertig werden. Oh, und wir müssen noch die Party vorbereiten. Ich habe eine tolle Idee. Nehmt euch alle ein paar Luftballons und folgt mir. Die Party beginnt gleich und schon treffen die ersten Gäste ein. Hallo, Luzi. Das ist dein Luftballon. Oh, danke schön. Frau Mümmel hat mit den vielen Luftballons aus der Gartenparty eine Luftballonparty gemacht. Frau Mümmel kann aus einem Luftballon so gut wie alles machen. Und auch jeden. Hier für euch. Der sieht aus wie ich. Und der hier sieht aus wie ich. Das ist das Luftballonrennen. Achtung, Papa. Es macht nichts, wenn dir ein Luftballon zerplatzt. Es sind ja noch ganz viele übrig. Bums. Mama Wutzes Gartenparty hätte allen bestimmt Spaß gemacht. Aber die Luftballonparty gefällt allen Gästen noch viel mehr. Bis gleich, Mama. Bis dann. Papa Wutz muss etwas aus seinem Büro mitnehmen. Und Peppa und Schorsch begleiten ihn. Entschuldigung, Herr Löffel. Schorsch gefallen die vielen Tasten im Lift. Oh je, vor lauter Tastendrücken ist der Lift jetzt kaputt. Guck, was du angestellt hast. Keine Sorge, Schorsch. Ich bin sowas wie ein Lift-Experte, weißt du? Die Tasten im Lift funktionieren nicht. Hallo, willkommen im Lift. Ist das ein Zauberlift? Nein, aber er reagiert auf Sprache. Wir müssen ihm nur ansagen, wo wir hinwollen. Viel einfacher. Hallo, Lift. Wir wollen in mein Büro, wo ich Geld verdiene. Der Lift funktioniert wieder. Ja! Zweiter Stock, Büro der Bienen. Aber er hat sie nicht zu Papa Wutz Büro gebracht. Nein, nicht Büro der Bienen. Büro, bitte sehr. Sechster Stock, Büro Camembert. Ich liebe Käse. Zu meinem Schreibtisch. 16. Stock, ein Fisch. Dover Zauberlift. Der Lift scheint Papa Wutz Stimme nicht zu verstehen. Lass mich zu Papas Büro. Ganz einfach.
Wir erreichen jetzt das Dach. Nicht das Dach. Papas Büro, bitte. Peppa und ihre Familie versuchen weiter, Papa Woods Büro zu erreichen. Aber der Zauberlift bringt sie in die falschen Stockwerke. Tschüss. Auch gruselige Stockwerke. Hallo! Und Stockwerke, in denen man tanzt. Aber das richtige Stockwerk ist nicht dabei. Bis... Mein Büro! Hallo, Mama Woods. Wir hatten nur ein paar Probleme mit dem Lift. Wir sind gleich da. Peppa und Schorsch finden den Zauberlift genial. Doch Papa Woods nimmt jetzt lieber die Treppe. Peppa Woods und ihre Freunde sind heute ins Aquarium gegangen. Und sie tun alle so, als seien sie Fische. Miau, was ist das? Wow. Das ist ein Tintenfisch. Er hat 8 lange, lustig wackelnde Beine. Oh. Eigentlich hat ein Tintenfisch nur 2 lustig wackelnde Beine. Die restlichen 6 sind lustig wackelnde Arme. Wackel, 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 wackel. Oh. Oh. Wow. Ich hätte auch gern eine Regenbogenflosse. Ja. Lass uns Meerjungfrauen sein. Aber wir haben keine Meerjungfrauenflossen. Die stellen wir uns vor. Hurra! Peppa und Luzi tun so, als seien sie Meerjungfrauen mit langen, hübschen Flossen. Hallo, Seepferdchen. Wir können genauso herumschwimmen wie ihr. Das ist so wunderschön. Was ist das? Das ist eine Auster. In ihr befindet sich eine Perle. Eine Perle? Was ist eine Perle? Ein sehr hübscher Gegenstand, der wunderschön funkelt. Wow. Dürfen wir sie öffnen und sehen? Austern öffnen sich erst, wenn sie bereit sind. Wir müssen also geduldig sein. Ich kann die Perle nicht sehen. Verzeihung, Herr Auster. Machen Sie uns bitte auf. Wir sind auch so geduldig. Sagen Sie ah, wie bei einem Zahnarzt. Oh, es klappt einfach nicht. Die kitzeln extrem. Kitzeln wir sie, damit sie aufgeht. Die Meerjungfrauen Peppa und Luzi kitzeln die Auster, um sie dazu zu bringen, dass sie sich öffnet. Sie kitzeln. Und kitzeln, kitzeln und kitzeln. Aber die Auster öffnet sich immer noch nicht. Es funktioniert nicht. Wir werden die Perle nie sehen. Wir müssen einfach abwarten. Da ist die Perle. Sie ist so wunderschön. Die Auster hat sich endlich geöffnet. Und die Perle darin ist wirklich sehr hübsch. Wackel, wackel. Ich würde so gerne die Perle sehen. Kann man sie denn irgendwie öffnen? Nein, Klausi. Wir müssen Geduld haben. Jeder weiß, dass es schwer sein kann, geduldig zu sein. Aber Peppa und Luzi wissen, dass sich das Warten für die wunderschöne Perle auszahlt. Wow! Peppa und ihre Familie sind heute in eine Spielhalle gegangen. Gut gemacht! Das ist eine hohe Punktzahl. Das liegt daran, dass Peppa und ich bei jedem dieser Spiele hier Experten sind. Das sind viele Spielmarken, Peppa. Wenn du ganz viele Spielmarken sammelst, kriegst du dafür einen tollen Preis. Wow, einen Preis? Piep, das sind so viele Spielmarken.
spielen wir jetzt das Spiel da? Klar doch, Peppa. Mama Wutz zeigt Peppa, wie man Hau die Karotte spielt. Sie haut immer schnell auf die Karotten, wenn diese auftauchen. Hau! 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 Wollt ihr es jetzt mal versuchen? Ja, bitte! Hau! 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 Noch mehr Spielmarken! Kriegen wir damit jetzt einen mega tollen Preis, Papa? Papa? Papa Wutz spielt das Tanzspiel. Papa Wutz liebt das Tanzen. Wow. Ich bin sowas wie ein Experte, was das Tanzen angeht. Du bist dran, Peppa. Wow. Ja! Puh, das war lustig. Aber gibt es auch ein Spiel, das wir zusammen spielen können? Ich weiß ein gutes Spiel. Peppa und ihre Familie spielen ein Luftballonspiel. Wer seinen Luftballon als erster zum Platzen bringt, gewinnt. Ja! Haben wir eine hohe Punktzahl erreicht? Ja! Eure Punktzahl ist so hoch, dass ihr den Jackpot geknackt habt. Jetzt bekommt ihr für eure Spielmarken einen Wahnsinnspreis. Hurra! Gehen wir! Da bist du ja, Peppa. Das sind unsere Spielmarken. Kriegen wir jetzt bitte den Preis? Oh, ja, klar! Mit so vielen Spielmarken kriegst du einen wunderbaren, außergewöhnlichen, einmaligen Bleistift. Hurra! Ein Bleistift! Peppa macht es Spaß, mit ihrer Familie in der Spielhalle ganz viele Spielmarken zu gewinnen. Und sie liebt ihren brandneuen Bleistift. Peppa und ihre Freunde besuchen heute einen besonderen Erlebnispark. Komm schon, Edmund. Du kannst das auch. Es macht Riesenspaß. Wow. Oh. Oh. Gut gemacht, Edmund. Yay. In diesem Raum steht ein Schwebebalken. Man muss ihn überqueren, ohne dabei ins Kugelbad zu fallen. Wenn ihr weiterhin als Team arbeitet, schafft ihr es bis ganz ans Ende, ohne in eins der Kugelbäder zu fallen. Ich kann gut balancieren. Geht mir nach. Jetzt müssen auch Schorsch, Peppa und Edmund Elefant über den Schwebebalken gehen. Aber Edmund fällt es etwas schwer, den Schwebebalken zu überqueren. Versuch seitwärts zu gehen, Edmund. Probieren wir es doch zusammen. Jeder hat es über den Schwebebalken geschafft. Jetzt müssen sie durch diesen Raum schaukeln. Das sieht schwer aus. Man schaukelt damit wie mit einer Schaukel im Park, Emily. Pass auf! Peppa ist eine Meisterin im Schaukeln. Hurra! Halt dich gut fest, George. Du bist dran, Edmund. Nur Edmund Elefant hat ein bisschen Angst davor. Wieso schaukeln wir nicht gemeinsam, Edmund? Als ein Team? Ah, gute Idee! Geschafft! Danke, Emily! Jeder hat es mit der Schaukel auf die andere Seite geschafft. Ihr seid bisher ein tolles Team. Ein Raum fehlt euch noch. Das ist der letzte Raum. Aber es führt kein Weg über das Kugelbad. So weit können wir doch nicht springen. Und es gibt auch keine Schaukel. Dieser Raum ist sowas wie ein Rätsel. Keinem fällt die Lösung dafür ein, wie man über das Kugelbad kommt. Oh, ich hab's! Aber Edmund Elefant kann super Rätsel lösen. Ich bin eben ein Schlauberger.
Jeder hat den Erlebnisparcours erfolgreich bewältigt. Das war wirklich clever, Edmund. Edmund? Edmund Elefant kann es nicht erwarten, das Ganze nochmal zu machen. Herzlich willkommen in unserer Eisdiele. Heute ist es sehr heiß. Daher tun Pepper und Schorsch so, als würde ihnen eine Eisdiele gehören. Hier, bitte sehr, Herr Papa Wutz. Oh, danke sehr. Was hätten Sie denn gerne, Frau Mama Wutz? Ich nehme ein Bananensplit, bitte. Hurra! Was genau ist ein Bananensplit, Oma? Es ist eine Nachspeise. Zuerst schneiden wir eine Banane in zwei Hälften. Jetzt geben wir Eiscreme, Kirschen und Schlagsahne dazu. Schorsch gibt gerne Eiskugeln dazu. Vorsicht! Zermatsch nicht die Banane. Und Pepper gibt besonders gerne Schlagsahne dazu. Ups. Vergiss nicht die Kirsche obendrauf. Hier ist Ihr Bananensplit, liebe Frau Mama Wutz. Das sieht köstlich aus. Oh, jetzt hätte ich gerne ein Knickerbocker Glory. Oh. Ein Nicanori? Was ist das, Madame? Das ist ein sehr spezieller Eisbecher. Aber aus Bechern trinkt man doch, oder? Nein, aus diesem Becher nicht. In diesem Becher wird Eis serviert. Ich zeige es dir. Wir brauchen Eiscreme, Obst, Meringe und Sahne. Pepper und Schorsch geben alle Zutaten in das Glas. Und jetzt könnt ihr es noch garnieren. Und garnieren den Eisbecher mit Waffeln, bunten Streuseln und Soße. Bitte sehr, Madame. Das sieht wunderbar aus. Jetzt habt ihr allen Eis serviert. Was für ein Eis hättet ihr zwei denn gerne? Ein Regenbogeneis. Regenbogen. Pepper und Schorsch nehmen sich Eiscreme in allen möglichen Farben. Rosa für Erdbeere, braun für Schokolade, gelb für Banane. Nane. Und dann garnieren sie das Ganze. Vermischen wir die ganzen Farben. Pepper und Schorsch haben alle Farben miteinander vermischt. Das ist jetzt eine Schlammpfütze und nicht mehr ein Regenbogeneis. Leider haben wir jetzt nicht mehr viel Eiscreme übrig. Wir haben nur noch Vanille. Mein Lieblingseis. Pepper und Schorsch machen gern besondere Eisbecher. Aber Vanilleeis haben sie immer noch am liebsten. Es ist Schlafenszeit. Aber weil Schorsch noch wach ist, schlafen Pepper und Papa Wutz auch noch nicht. Was jetzt? Wir haben doch schon jede Gute-Nacht-Geschichte gelesen. Ein Buch haben wir noch nicht gelesen. Ich habe es für einen Notfall aufgehoben. Die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft. Die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft? Ja, die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft. Geschichte! Es gab einmal einen tollen Superhelden namens... Super Pepper! Ja, Super Pepper. Whee! Sie verbrachte jeden Tag damit, den Menschen in ihrer Nachbarschaft zu helfen. Bis sie eines Tages von einem springenden Riesen erfuhr, der die Stadt ständig zum Beben brachte. Der Riese hört nicht auf zu springen. Ich helfe dir.
Super Peppa konnte den springenden Riesen finden. Dinosaurier! Oh, ja, Schorsch, der springende Dinosaurier. Super Peppa versuchte, den springenden Dinosaurier dazu zu bringen, nicht mehr zu springen. Hat sie ihn auch höflich darum gebeten? Ja. Verzeihung. Herr Dinosaurier, Verzeihung. Sie versuchten es mit etwas Schlafmusik. Jetzt wird er einschlafen. Oh, so entspannend. Aber die Musik gab dem Dinosaurier nur noch mehr Energie. Super Peppa ließ dem Dinosaurier dann ein warmes Bad ein. Wow! Sie zog ihm einen bequemen Pyjama an. Sie zählte sogar Sternschnuppen für ihn. 1, 2, 3, 4, 5. Das haben wir auch schon alles versucht. Es bleibt nichts mehr übrig. Die Gute-Nacht-Geschichte hat Schorsch geholfen, einzuschlafen. Danke für deine Hilfe, Peppa. Träum was Schönes. Danke, Papa, aber jetzt bin ich nicht mehr müde. Liest du die Geschichte fertig? Mama und Peppa sind heute mit Schorsch zum Arzt gegangen, wo er untersucht werden soll. Hallihallo, ich bin Dr. Peppa Wutz. Hallo, Dr. Peppa Wutz. Ich bin Schwester Frau Mimmel. Und das ist Dr. Braunbär. Bereit für die Untersuchung, Schorsch? Nein! Schorsch ist heute zum allerersten Mal beim Arzt. Er ist daher etwas nervös. Keine Angst, Schorsch. Der Arzt will nur sicher gehen, dass es dir gut geht. Ganz genau. Komm mit uns. Vergiss nicht dein kleines rotes Buch. Als erstes müssen Frau Mümmel und Dr. Braunbär messen, wie groß Schorsch ist. Oh. Stell dich bitte hier hin, Schorsch. Nein! Schorsch hat etwas Angst vor dem Größenmessgerät. Wie groß bin ich, Frau Mümmel? Oh. Wow! Du bist schon richtig groß, Peppa. Du wirst schon bald erwachsen sein. Schorsch will wissen, ob er auch richtig groß ist. Wow, du bist ja schon so groß, Schorsch. Jetzt wird Schorschs Gewicht gemessen. Und zwar mit einem besonderen Gerät, das sich Waage nennt. Oh. Dieses Gerät wird uns zeigen, wie viel du wiegst, Schorsch. Und man kann darauf auch sogar super hüpfen. Schorsch liebt es zu hüpfen. Und stopp! Und weiter! Jetzt ist es an der Zeit, Schorschs Herzschlag abzuhören. Das macht man mit einem sogenannten Stethoskop. Das könnte sich kalt anfühlen. Das Stethoskop ist sehr kalt. Hier, nimm, Schorsch. Damit kannst du meinen Herzschlag abhören. Schorsch gefällt es, Peppas Herz abzuhören. Du bist sehr tapfer gewesen, Schorsch. Daher kriegst du einen Aufkleber. Dinosaurier! Und auch einen für Dr. Peppa Wutz, weil sie uns so sehr geholfen hat. Hurra! Peppa und Schorsch tun heute so, als wären sie schon erwachsen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wo sind meine Tasche und mein Hut? Wir müssen jetzt schnell zur Arbeit, Mama. Oh, und was wollt ihr denn einmal werden, wenn ihr groß seid? Dinosaurier! Schorsch will ein Dinosaurier werden.
Ich denke, wenn ich groß bin, will ich Zahnärztin werden. Dann sorge ich dafür, dass wirklich alle schöne und gesunde Zähne haben. Oh. Interessant. Und sind alle meine Zähne auch gesund? Du hast aber ganz schön viele saubere Zähne, Mama. Oh. Hier ist dein Aufkleber, weil du so mutig warst. Vergiss nicht, die Zähne zu putzen. Wer ist der Nächste? Schorsch, du Witzbold. Dinosaurier gehen nicht zum Zahnarzt. Die gehen zu Dr. Hamster, dem Tierarzt. Aber du bekommst natürlich trotzdem einen Aufkleber. Ich denke, du wärst eine sehr gute Zahnärztin. Dinosaurier! Und du wärst ein ausgezeichneter Dinosaurier, Schorsch. Aber es würde mir auch total gefallen, eine tolle Busfahrerin zu werden. Dann könnte ich alle meine Freunde zum Park fahren. Fahrkarten bitte. Nächster Halt, der Park. Stopp! Du hast uns vergessen. Komm zurück! Als Busfahrerin musst du an jeder Bushaltestelle anhalten, Peppa. Ups, Entschuldigung. Du wärst sicher eine tolle Busfahrerin, Peppa. Aber ich will auch nicht nur Zahnärztin und Busfahrerin werden. Ich würde auch ganz gern Lehrerin werden. Oh. Dann bringe ich allen bei, wie man schön malt. Daraus wird ein Schmetterling, wenn ihr Handabdrücke verwendet. Und zwar so. Dinosaurier, geh nicht in die Schule, Schorsch. Du könntest ja eine Schule für Dinosaurier eröffnen. Aber wenn ich groß bin, will ich auch unbedingt in Schlammpfützen springen. Und Schorsch wird ein Dinosaurier sein. Es wird ihnen immer Spaß machen, in Schlammpfützen zu springen. Auch als Erwachsene. Oder als Dinosaurier. Ups, tut mir sehr leid. Peppa und Mama Wutz gehen heute in Frau Mümmels Yogakurs. Namaste allerseits. Oh. Statt Hallo sagt man in einer Yogastunde Namaste. Zieht bitte die Schuhe aus und geht zu den Matten. Weiß jemand schon, was Yoga ist? Ist Yoga, wenn man auf einem Bein steht? Oder wenn man sich auf lustige Art beugt? Fast richtig. Yoga ist ein Training, das Spaß macht und dadurch seid ihr Zen. Oh. Zen heißt entspannt. Oh, wir wären gerne Zen. Bitte. Fangen wir mit einer Atemübung an. Schließt eure Augen und atmet langsam durch die Nase ein. Eins, zwei, drei. Und atmet durch den Mund aus. Eins, zwei, drei. Alle finden die Atemübung sehr entspannend. Aber die Rüssel von Emily und ihrer Mutter machen beim Ausatmen Pfeifgeräusche. Jetzt machen wir eine Dehnübung. Streckt die Arme hoch, so weit es geht. Jetzt bückt euch und berührt eure Zehen. Peppa, Klausi und Emily fällt das Dehnen sehr leicht. Aber die Erwachsenen tun sich damit schwerer. Sie sind ja ein Yoga-Experte, Herr Bulle. Ich übe es auch ganz oft. Und entspannt euch. Legt euch jetzt alle auf den Bauch und hebt euren Oberkörper an. Diese Yoga-Position wird Cobra genannt. Ist es so richtig? Das ist perfekt. Aber das Geräusch kannst du weglassen. Jetzt legt ihr eure Hände und Füße auf den Boden und streckt eure Hüfte nach oben, so weit es geht.
Genau so. Das nennt man den herabschauenden Hund. Das ist perfekt, Klausi. Du bist ein Naturtalent. Wuff. Zum Abschluss stellt ihr euch alle gerade hin. Legt eure Hände zusammen und berührt mit einem Bein das andere. Diese Pose heißt der Baum. Peppa liebt alle Positionen. Aber es ist schwer, das Gleichgewicht zu halten. Tut mir leid, Frau Mümmel. Mein Baum war etwas wackelig. Du musst dich nicht entschuldigen, Peppa. Beim Yoga geht es ja um Entspannung und Zen. Und nichts entspannt mehr als ein bisschen zu lachen. Peppa findet die Yogastunde toll. Aber noch mehr gefällt es ihr zu lachen. Ein super Strike für einen super Bowler. Heute gibt Luzi Locke eine Bowling-Party. Ich will auch einen super Strike schaffen. Ich weiß, wie es geht. Ich bin schon oft bowlen gewesen. Dann zeig bitte allen, wie es geht, Peppa. Okay. Machen wir ein Foto von uns für die Anzeigetafel. Stellt euch alle vor die Kamera und sagt Cheese. Cheese. Perfekt. Das ist eure Bowlingbahn. Oh. Jetzt nehmt ihr euch eine Bowlingkugel. Dann werft ihr sie gerade nach vorne. Genau so. Yay! Oh ja! Ich versuche es mal. Ich nehme die hier. Die rosa Kugel ist sehr schwer. Nimm lieber diese Kugel. Sie ist leichter. Oh! Meine Güte! Vermisst jemand seine Kugel? Oh nein! Ich versuch's als nächstes! Wow! Pedro Ponys Kugel ist in die Rinne am Rand der Bowlingbahn gerollt. Ups! Ich bin dran! Luzi Locke, Pedro Pony und Gerald Giraffe haben beim Bowlen noch nicht den richtigen Dreh rausgekriegt. Keine Sorge! Wir müssen nur auf eine andere Art bowlen. Probiert es nochmal. Ich hole für euch die Trennwand hoch. Damit macht das Spielen auch Spaß. Hurra! Versuch du es jetzt, Pedro. Okay, aber ich will nicht, dass meine Kugel aufspringt. Kein Problem. Mit Hilfe der Rampe wird deine Kugel gerade ausrollen. Oh, das macht Spaß! Peppa und ihren Freunden macht Bowling auf ihre eigene Art Riesenspaß. Aber Luzi Locke will immer noch einen Superstrike schaffen. Also gut, Kinder. Jeder darf noch einmal. Viel Glück! Seht genau hin! Luzi Locke rollt die Bowlingkugel rückwärts. Oh. Ein super Strike für einen super Bowler! Luzi Locke hat einen super Strike geschafft. Luzi Locke spielt gern Bowling. Jeder spielt gern Bowling. Peppa und ihre Spielgruppe besuchen heute eine Schokoladenfabrik. Darf ich bitte von der Schokolade kosten, Frau Mümmel? Ja, klar, Peppa. Hurra! Aber erst muss sie noch gemacht werden. Oh. Peppa freut sich riesig darauf, Schokolade zu machen. Wie macht man sie denn, Frau Mümmel? Mit dieser Maschine. Hallo, Maschine. Machst du mir bitte ein bisschen Schokolade? Danke, Maschine! Ja! Darf ich sie jetzt kosten, bitte? Noch nicht, Peppa. Wir müssen sie erst dekorieren. Folgt mir! Alle sind begeistert, die Schokolade dekorieren zu dürfen. Jeder von euch darf eine Tafel Schokolade verzieren. Das sieht aus wie eine Schlammpfütze. Oui, aber spring nicht hinein, Peppa. Und zum Dekorieren dürft ihr alles nehmen, was auf dem Tisch da liegt, solange es lecker ist.
Meine ist eine Karottenschokoladentafel. Ganz köstlich. Meine ist eine Käse-Schokoladentafel. Piep. Yum, yum. Und meine ist eine Spaghetti-Schokoladentafel. Oh. Erdbeerstreifen sehen nämlich aus wie Spaghetti. Fabelhaft. Darf ich denn die Schokolade vielleicht jetzt kosten, Frau Mümmel? Beinahe, Peppa. Die Schokolade muss zuerst im Kühlschrank abkühlen. Der Kühlschrank ist sehr kalt. Darin wird die flüssige Schokolade zu harten Schokoladentafeln. Und fertig! Hurra! Dürfen wir jetzt bitte die Schokolade kosten, Frau Mümmel? Noch nicht, Pep. Oh, warte. Doch, jetzt schon. Hurra! Sehr lecker. Ganz zu fiebelfabelhaft. Fieb. Stimmt etwas nicht, Peppa? Nein, mir hat es nur so gut gefallen, als die Schokolade flüssig war, wie eine Schlammpfütze. Da hast du Glück, denn ich habe noch eine Überraschung für euch. Und zwar... ein großer Schokoladenbrunnen. Der sieht ja aus wie eine riesengroße Schokoladenschlammpfütze. Und hier ist viel gesundes Obst. Das könnt ihr eintauchen. Dankeschön, Frau Mümmel. Peppa liebt Schlammpfützen. Insbesondere dann, wenn sie aus Schokolade sind. Mama Wutz wird heute einen entspannenden Tag im Spa verbringen. Oh. Tut mir leid, Mama Wutz. Ich muss heute früher schließen. Ich habe einen Schnupfen. Oh. Ich hatte mich so auf meinen Spa-Tag gefreut. Machen wir doch einen Spa-Tag zu Hause. Oh, eine super Idee, Peppa. Peppa hat oft gute Ideen. Hallo, meine Dame. Herzlich willkommen im Spa. Oh. Peppa hat das Wohnzimmer in ein edles Spa verwandelt. Als erstes machen wir, was macht man denn so in einem Spa, Mama? Normalerweise beginnen wir mit einem Glas Zitronenwasser. Das kriege ich hin. Ich bringe dir ein zitroniges Wasser vor, Mama. Bitte sehr. Oh. Danke, Peppa. So ein zitroniges Wasser habe ich noch nie gesehen. Und was kommt jetzt? Danach nehme ich immer ein Fußbad. Was ist ein Fußbad? Es ist ein ganz kleines Bad, nur für deine Füße. Okay, Zeit für dein ganz kleines Bad. Nur für deine Füße, Frau Mama. Komm mit, Papa. Peppa und Papa Wutz bereiten ein Fußbad vor. Damit sollte es gehen. Ah, das ist so entspannend. Peppa hat aus dem Fußbad ein normales Wannenbad gemacht. Hier sind die bestellten Boote, Frau Peppa. Ohne Spielzeug und Schaum ist es kein richtiges Bad. Wundervoll. Das werde ich auch Frau Mümmel empfehlen. Was kommt als nächstes, Mama? Jetzt ist es Zeit für eine Massage. Pia, leg dich auf das Sofa und ich zeige dir, wie es geht. Peppa muss lachen, weil sie sehr kitzelig ist. Du bist dran, Mama. Oh, das ist ganz anders als meine übliche Massage. Das ist eine Peppa-Spezialmassage. Tschu-tschu. So, als letztes mache ich im Spa immer eine Schlammmaske. Das ist... eine Maske aus Schlamm. Ja, ein spezieller Spa-Schlamm, der gut für die Haut ist. Ich glaube nicht, dass wir speziellen Spa-Schlamm im Haus haben. Ich habe eine Idee. Peppa hat sehr oft gute Ideen. Wir brauchen keinen Spa-Schlamm, denn wir haben... große Schlammpfützen! Das ist meine Schlammpfützen-Gesichtsmaske. Peppa liebt Spa-Tage. Vor allem, wenn sie dabei auch in Schlammpfützen springen darf. Juhu!
Peppa und ihre Familie haben im Supermarkt viele Lebensmittel eingekauft. Und jetzt knurrt ihnen der Magen. Was gibt's zum Essen? Mein Magen macht schon knurrende Geräusche. Heute Abend machen wir zusammen Tacos. Ja! Was ist ein Taco und wie macht man den denn? Es ist ein leckeres Gericht aus Mexiko. Und Tacos macht man am allerbesten. Alle zusammen! Peppa, Schorsch und Mama Wutz waschen Gemüse für ihre Tacos. Wir müssen dafür sorgen, dass das Gemüse sauber ist. Plitsch, platsch, wisch, wasch, so wird Gemüse sauber. Plitsch, platsch, wisch, wasch, so wird Gemüse sauber. Plitsch, platsch, plitsch, platsch. Jetzt sind Peppa und Mama Wutz auch schön sauber. Weil das Gemüse jetzt sauber ist, können wir vorsichtig Zwiebeln schneiden. Hier, bitte, Papa. Was ist los, Papa? Magst du keine Zwiebeln? Oh, keine Sorge, Peppa. Der Zwiebelsaft sorgt manchmal dafür, dass einem die Augen tränen. Ich muss mir nur die Augen mit etwas abdecken. Ich hab's! Peppa weiß, wie man seine Augen perfekt vor den Zwiebeln schützen kann. Die ist perfekt, Peppa. Ah, gibt's wieder Zwiebeln, Papa Wutz? Jetzt machen wir ein wenig Guacamole. Hurra! Ich liebe Guacamole. Dann zerdrück schon mal die Avocado, Peppa. Peppa macht das Zerdrücken der Avocado großen Spaß, weil dabei gekleckert wird. Ups. Vielleicht ist es besser, wenn du es langsamer machst. Perfekt. Jetzt kommen andere Zutaten dazu. So, und auch noch ein Spritzer einer Limette. Spritzer! Na gut, Schorsch, du gibst den Limettenspritzer hinein. Yay! Oh, zum Glück habe ich noch meine Schutzbrille auf. Jetzt sind alle Zutaten fertig und es ist Zeit, daraus Tacos zu machen. Und jetzt kommt das Beste. Nehmt eure Tortilla in die Hand und gebt eure Lieblingszutaten darauf. Peppa hat am liebsten Tacos mit ganz viel Guacamole. Schorsch hat am liebsten leere Tacos. Mama und Papa Wutz bevorzugen Tacos mit allen Zutaten. Alle finden ihre Tacos richtig lecker. Aber ihnen ist die Füllung auf den Teller geflutscht. Hurra! Jetzt können wir sie wieder in den Taco geben. Das Kreuzfahrtschiff hat für einen Tag auf einer Insel angelegt. Daher können Peppa und Oma Wutz surfen gehen. Aber es gibt keine Wellen. Wo sind die ganzen Wellen hin? Das Meer ist heute wohl zu ruhig, um surfen zu können, Peppa. Du kannst Schorsch und mir dabei helfen, Muscheln zu sammeln, wenn du willst. Du willst, kannst du mit diesem Tretboot fahren, Peppa. Oh. Peppa freut sich darauf, das Tretboot auszuprobieren. Ja, bitte. Und Oma Wutz und ich fahren zusammen Jetski. Aber Oma Wutz macht sich Sorgen wegen Frau Lümmels Jetski. Peppa und Oma Wutz haben sich aus Sicherheitsgründen Schwimmwesten und Helme angezogen. Jetzt können sie unbesorgt auf dem Meer fahren. Peppas Tretboot fährt los, wenn man in die Pedale tritt. Sehr gut, Peppa. Wenn du in die Pedale trittst, bewegt sich das Boot vorwärts. Geht es etwas langsamer? Wartet auf mich! Oh, hast du auch bunte Muscheln gefunden, Schorsch? Oh, die hier ist perfekt. Wundervoll! Schorsch findet massenweise Muscheln im Sand. Wie wär's denn, wenn wir mit den Muscheln eine Abbildung machen? Peppa hat auf dem Wasser einen Riesenspaß. Schau, Mama! Ich dreh mich hier rein. Doch Oma Wutz sieht ziemlich seekrank aus. Schnell!
Schorsch hat mit den Muscheln einen Dinosaurier abgebildet. Oh, Dinosaurier! Sehr clever! Da fehlt nur noch eine besondere Muschel für das Auge. Oh. Bunkel! Gut gemacht, Schorsch! Frau Mümmels Welle hat Schorschs Muscheln zurück ins Meer gespült. Hallo, Schorsch. Hallo, Opa. Oh je. Aber schau, deine besonders funkelnde Muschel ist noch da. Funkel! Wow, mir gefällt dein Dinosaurier-Sandbild, Schorsch. Schorschs Muscheln haben im Sand Dinosaurierabdrücke hinterlassen. Dinosaurier! Peppa hat Riesenspaß am Strand. Jeder hat Riesenspaß am Strand. Kommt schon. Das Feuerwerk fängt doch gleich schon an. Peppa freut sich schon sehr auf das Feuerwerk heute. Verzeihung. Vorsicht, Peppa. Sie findet Feuerwerke sehr hübsch. Wow! Wuff. Hallo, Peppa. Du kommst genau richtig. Das Feuerwerk wird beginnen in 5, 4, 3, 2, 1. Das Feuerwerk geht so hoch hinauf. Wow. Peppa findet das Feuerwerk sehr laut. Das Feuerwerk ist wirklich laut, Opa. Oh je. Warum gehen wir nicht nach hinten? Es ist leiser, wenn wir weiter weg sind. Wir gehen nach hinten, wo das Feuerwerk nicht so laut ist. Gute Idee. Wir kommen mit euch. Entschuldigen Sie bitte. Wir schon wieder. Dürfen wir bitte durch? Geht's dir besser, Peppa? Ja. Danke, Klausi. Toll. So können wir alle das wunderschöne Feuerwerk bestaunen. Es hat so viele Farben. Rot und blau. Und grün. Oh, und gelb. Das Feuerwerk macht Peppa großen Spaß. Ja. Jetzt ist es Zeit für das große Feuerwerk. Es wird euch allen den Atem rauben. Größer? Bedeutet das lauter? Ah. Oh je. Was machen wir nur? Wir können nicht noch weiter zurück. Gehen wir besser nach Hause. Aber ich will mir das Feuerwerk ansehen. Ich will es nur nicht hören. Wuff, ich hab es. Manchmal ist es in der Werkstatt meines Opas auch sehr laut. Dann benutze ich die hier. Kopfhörer? Ja, sie schützen deine Ohren und machen laute Geräusche etwas leiser. Willst du sie mal anprobieren? Wow, das ist viel besser. Danke, Klausi. Kein Grund zu schreien, Peppa. Du bist lauter als das Feuerwerk. Peppa und ihre Familie sind heute ins Museum gegangen. Guck, Schorsch, dieser Dinosaurier hat eine Schwester. Und eine Mama. Und einen Papa. Oh, das ist eine ganze Familie von Dinosauriern. Peppa liebt das Museum. Aber es schließt jetzt. Danke fürs Kommen. Auf Wiedersehen. Ich will aber noch nicht gehen. Wir müssen nicht gehen, Peppa. Denn heute übernachten wir alle zusammen im Museum. Ja! Oh, was wollen wir heute Abend als erstes machen? Haben wir doch ein Festessen. Oh.
Yum, yum. Lasst es euch schmecken. Oh, oh, diese Orange ist ziemlich hart. Das ganze Essen auf dem langen Tisch ist aus Plastik. Was machen wir als nächstes, Peppa? Peppa? Oh. Mama Wutz weiß nicht, wo Peppa hin ist. Hier bin ich! Ich bin eine Wikingerin! Ich bin auch eine Wikingerin! Wikinger! Ich bin auch ein Wikinger! Ich meine ein Wollhaar-Mammut! Allen macht es Riesenspaß, vor dem Wollhaar-Mammut wegzurennen. Aber das ganze Gerenne hat alle sehr müde gemacht. Ich denke, es ist Zeit fürs Bett. Suchen wir uns jetzt einen guten Schlafplatz. Gute Nacht allerseits. Am nächsten Morgen kommen viele Besucher ins Museum. Oh, wuff. Guck dir mal diese Wikinger an, Opa. Was für ein tolles Mammut. Oh, er sieht wirklich echt aus. Alle glauben, dass Peppa und ihre Familie zum Museum gehören. Wow, ist das sieht echt? Aus. Das Mammut trägt eine Brille. Was ist hier los? Das ist keine Wikingerin. Das ist Peppa. Hi. Oh je. Sieht so aus, als ob wir nicht nur im Museum übernachtet haben. Wir haben sogar verschlafen.